Am Samstag, Anstoß um 17 Uhr, startet der FC 08 Villingen auswärts beim Freiburger FC in die Rückrunde der Oberliga Baden-Württemberg. Danach noch das Heimspiel gegen Hollenbach und das Auswärtsspiel gegen Holzhausen, bevor das Fußballjahr zu Ende geht. Hinspiel 1:0 gewonnen gegen Freiburg. Wir fragen Georgios Pintidis, inwiefern das in der Vorbereitung eine Rolle spielt oder ist es ein komplett neues Spiel? Nee, ich denke, bei uns im Team, auch im Trainerteam, spielt das keine Rolle, weil, wie gesagt, das Hinspiel ist schon 3, 4 Monate her und der FFC hat sich jetzt die letzten Spiele auch ein bisschen gefestigt. Deswegen sollte das eigentlich keine Rolle in unseren Köpfen spielen. Genau wie Georgios Pintidis kam auch Abwehrspieler Matthias Stüber vor der laufenden Saison neu zum FC 08 Villingen hinzu. Wir fragen ihn, wie er den Freiburger FC einschätzt. Die Mannschaft ist aktuell recht abgeschlagen. Letzter, ist die Mannschaft trotzdem gefährlich oder ist es eher ein Pflichtdreier für unsere Mannschaft? Übrigens ist Harry Völl in dieser Woche, genau wie Nico Rodewald, mit Lauftraining wieder ins Training eingestiegen. Zuallererst, wir wollen natürlich gewinnen und wir müssen dann auch auf uns schauen. Und es ist jetzt im Endeffekt egal, welchen Platz Freiburg belegt. Von daher muss ein Dreier auf jeden Fall her. Aber ich finde, fußballerisch sind die Freiburger trotzdem sehr gefährlich. Gerade im Ballbesitz sind sie gut. Von daher wird es auf jeden Fall keine leichte Aufgabe. Aber wie gesagt, wir spielen natürlich auf Sieg. Am letzten Heimspieltag des laufenden Fußballjahres, am 26.11. gegen Aufsteiger Hollenbach, wird auch das FC 08 Vereinsheim sein Comeback geben. Es wird wieder bewirtet und es wird auch Musik gespielt. Das gerne schon mal vormerken. Indes fragen wir Matthias und Georgios nach ihren aktuellen Rollen im Team. Wie sehen Sie diese? Also grundsätzlich fühle ich mich sehr wohl. Auch das Trainerteam spricht auch sehr viel mit mir. Jetzt das letzte Spiel habe ich ja dann auch von Anfang an spielen dürfen und auch durchspielen dürfen. Und wenn wir auf mehr spielerische Elemente setzen, gerade von hinten raus flach den Aufbau machen wollen, dann sehe ich meine Rolle da eigentlich sehr gut, ja, weil das dann auch eher zu meinem Spielstil passt. Genau, und deshalb gehe ich davon aus, dass ich auch in den nächsten Spielen öfters zum Einsatz kommen werde. Ich fühle mich auch sehr wohl und jetzt wie gegen Ravensburg und zum Beispiel Mutschelbach konnte ich auch meine spielerischen Fähigkeiten mehr zeigen, weil es liegt mir auch mehr und deswegen ja, müssen wir darauf aufbauen und weiterhin natürlich das Kämpferische und defensiv nicht vergessen, aber ich finde auch, dass mir eher das Spielerische liegt und daher fühle ich mich in den letzten Wochen gut, in einer guten Rolle. Nur noch drei Partien, dann ist das Fußballjahr 2022 für unseren FC 08 Villingen auch schon wieder Geschichte. Kommt deshalb nochmal alle zusammen und unterstützt unsere Mannschaft am kommenden Samstag ab 17 Uhr auswärts beim Freiburger FC. Die Rückrunde wird eingeläutet und dann wollen wir noch einmal Vollgas geben. Auf geht's, 08!